Es ist so leicht, liebe Schwestern und Brüder, dem Gedankengang des Paulus zuzustimmen, wenn man das als Schlagwort hört, dass man aus Glauben gerecht wird. Es ist deshalb leicht zuzustimmen, weil es einen entweder gar nicht interessiert, weil es einen nicht berührt, dann kann man immer leicht zustimmen, oder weil es nicht konkret genug ist. Paulus versucht das heute noch einmal am Beispiel Abrahams deutlich zu machen, wenn er sagt, gegen alle Hoffnung zu glauben. Was ist diese Hoffnung, die da im Schwinden ist? Wir kennen dieses Beispiel nur zu gut. Es ist die biologische Hoffnung auf Nachkommenschaft. Abraham ist ja inzwischen ein alter Knacker, so würden wir sagen. Und Sarah ist eine hochbetagte Dame. Ihr Schoß ist vertrocknet, sagt die Heilige Schrift ziemlich unsanft. Wo soll da eine Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne des Himmels herkommen? Und dennoch verlässt sich, und das ist die zweite Hoffnung, diese Hoffnung entstammt dem Wort Gottes und seiner Verheißung. Das ist die Gegenhoffnung. Gegen alle biologische Evidenz setzt Abraham genau darauf. Und als wäre es eine Erläuterung, könnten wir das genauso sehen für Ignatius, Bischof von Antiochia, der zweite Nachfolger des heiligen Petrus dort als Bischof, der nach Rom geschleift wird, um dort den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, der noch einmal eigens an die Gemeinde von Rom einen Brief schreibt, sich nun ja nicht für ihn zu verwenden und um Schonung zu bitten, sondern der diesen Weg bewusst geht, gegen alle Hoffnung. Auch er, wenn wir ihn bis heute feiern als Kirche, Vater vieler Völker, einer der apostolischen Väter. Das sind die Konkretionen, liebe Schwestern und Brüder, auf die es ankommt, auf die es auch in unserem Leben ankommt. Gegen alle Hoffnung, und zwar auf die Hoffnung zu setzen, die uns durch das Wort Gottes, durch Christus selber gegeben ist. Wir sollten einen solchen Heiligen wie Ignatius von Antiochien bitten, dass er uns heutzutage hilft, diese Hoffnung neu zu entdecken. Wir spüren so wenig davon.